Es ist Dienstag, der 22. September 2020. Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Radio Morgenkreis. Ich heiße Jöran Moos-Mehrholz und möchte mit Ihnen in den nächsten ungefähr 20 Minuten zusammen zurückblicken und nach vorne schauen, zurück auf das Programm vom Montag, den 21. September. Was ist da passiert? Was ist in den Webinaren, auch in den Diskussionsgruppen passiert? Und gleichzeitig wollen wir schauen, was steht an Programm heute für den Tag an, für den Dienstag und auch übrigens schon für die kommenden Tage. Wir wollen Ihnen auch eine kleine Vorschau auf das Barcamp geben, was am Samstag ja den Abschluss unserer Themenwoche bildet. Auch das Scheitern als Chance zu begreifen und zu sagen, ja, wenn das nicht ist, aber andere Dinge kannst du doch sicherlich auch und dann darauf aufbauen. Und später wird dir das andere auch gelingen. Das hat bislang immer sehr gut funktioniert. Ich suche auch immer noch, wie gesagt, nach dieser intelligenten digitalen Lösung, die es eigentlich schon längst geben müsste für uns als Erleichterung, wenn wir von individualisiertem Lernen sprechen, dann gehört diese individualisierte Diagnostik halt auch dazu. Und das könnte eigentlich relativ leicht auf unseren Schultern genommen werden. Ein Spruch, ich weiß nicht, von wem ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ist nicht von mir, aber ich würde sagen, Bildung ist die beste Ausbildung. Das waren drei Stimmen aus dem Programm des Montags, also vom 21. September. Als erstes hörten wir Heinz-Dieter Hirt, danach Frank Wagner und schließlich Leonhard Dobusch. Von allen drei Programmpunkten werden wir gleich noch mehr hören. Wir haben einen Rückblick auf den gestrigen Tag vorbereitet und einen Ausblick auf das, was uns heute erwartet und auch im Laufe der Woche. Wir beginnen mit dem Rückblick auf das erste Webinar. Es ging um Produkte mit digitalen Medien, die an der Grundschule erstellt werden können. Alexander Czorlin, Heike Draber und Michelle Redmann haben uns berichtet, was in Hamburg bzw. in Schüttdorf passiert. Alexandra Braun fasst es für uns zusammen. Im Webinar mit digitalen Medien Produkte erstellen an der Grundschule, wie kann das gelingen, hat Alexander Czorlin einige Apps und Tools vorgestellt, mit denen er gerne arbeitet. Seine wichtigste Message aber ist, dass Kinder eigentlich keine Berührungsängste haben, dass sie gerne ausprobieren wollen und mit Spaß an die Sache herangehen und sich gegenseitig erklären, wie Apps und Tools funktionieren, dass auch junge Kinder schon in der Lage sind, langsam Schritte in Richtung Programmieren, Programmiersprache zu machen oder Stop-Motion-Videos zu erstellen, in denen sie wirklich tiefgründige Geschichten erzählen. Heike Traber und Michelle Redmann von der Grundschule in Süsteresch haben berichtet von ihrem Schulradio Klimperkasten, das jeden Tag an der Schule ausgestrahlt wird und das ganz eigenständig von den Kindern produziert wird und wirklich zu einer Instanz an der Schule geworden ist. Sie wollen den Teilnehmenden mitgeben, dass es wichtig ist, einfach loszulaufen und zu machen und dass, wenn einige Leute im Kollegium machen, andere auch folgen, dass Mut wichtig ist. Und auch Alexander Czorlin sagte, nicht warten, einfach ausprobieren. Das, denke ich, sind ganz wertvolle Hinweise. Für die Deutsche Schulakademie, Alexandra Braun. Danke an Alexandra Braun. Wir hören Alexandra Braun gleich nochmal, weil sie auch das zweite Webinar für uns verfolgt hat und uns jetzt berichtet, was denn zeitgemäßer Unterricht und die damit verbundene Didaktik braucht. Nochmal Alexandra Braun. Im Webinar »Welche Didaktik braucht ein zeitgemäßer Unterricht?« haben die beiden Referenten Micha Busch und Simon Pretschner, die von zwei ganz unterschiedlichen Schulformen kommen, deutlich mit einer gemeinsamen Stimme gesprochen und gezeigt, dass zeitgemäßer Unterricht nicht sein kann, dass Schülerinnen und Schüler Wissen auswendig lernen, das dann abgeprüft wird. Stattdessen bedeutet zeitgemäßer Unterricht, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und für ihr eigenes Lernen, ihren eigenen Lernprozess. Individuelles Lernen gehört immer zusammen mit Kollaboration, zu lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten, weil man alleine seine Ziele nicht erreichen kann. Die Haltung, die hinter zeitgemäßem Unterricht stehen sollte, ist immer die Haltung der Augenhöhe, sich gegenseitig auf Augenhöhe zu begegnen. Lehrerinnen und Lehrer werden in diesem Kontext zu Lernbegleitern. Sie stehen nicht vor der Klasse, sondern sind vielmehr Coaches, die die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg begleiten. Aber die beiden Referenten haben auch ganz deutlich gemacht, Wandel braucht Zeit.
bei den Schülerinnen und Schülern im Kollegium und bei der ganzen Schule. Zeitgemäßer Unterricht muss von uns allen gelernt werden. Für die Deutsche Schulakademie, Alexandra Braun. Danke, Alex. Im dritten Webinar, gestern um 18 Uhr, ging es um selbstgesteuertes Lernen. Auch dazu hören wir gleich noch einen Korrespondentinnenbericht. Ich habe das Webinar auch selbst miterlebt und die eine Aussage oder wie soll ich sagen, ein methodischer Kniff, den Heinz-Dieter Hirt vorgestellt hat, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe die Schule, die Oskar-von-Miller-Schule in Kassel auch schon selbst mehrmals besucht und muss sagen, diese eine Sache, die so klein und nebenbei klingt, hat mein Denken, meine didaktischen Überlegungen tatsächlich sehr, sehr weit über Jahre hinaus geprägt. Und das ist so ein kleiner, unscheinbarer Satz. Und zwar fragt die Schule ihre SchülerInnen, wie zeigst du einem Dritten, dass du es kannst? Also bei der Frage nach Lernzielen geht es darum, wie Schülerinnen und Schüler das selbst gesteuert umsetzen können. Und dann gibt es eben nicht eine vorgegebene Leistungsabfrage oder ähnliches, sondern die SchülerInnen müssen selbst definieren, wie sie zeigen, dass sie etwas können. Und zwar nicht nur einem Lehrer oder einer Lehrerin, sondern tatsächlich gegenüber einem Dritten, für den möglicherweise nicht bestimmte Vorkenntnisse da sind, der vielleicht ein ganz anderes Interesse hat als eine Lehrkraft. Und dieser Kniff verbindet für mich so viel von dem Schulkonzept in diesem einen kleinen Punkt, weil es eben nicht nur darum geht, etwas für einen anderen wiederzugeben, sondern etwas sinnvoll zu erarbeiten und sinnvoll für andere aufbereiten zu können. Gleichzeitig verbindet es auch die direkte Ebene des Lernens mit dem Meta-Lernen, also dem Reflektieren, dem Nachdenken über das Lernen. Soweit das Vorwort persönlich von mir. Jetzt übergebe ich mal für den Korrespondentenbericht. Herr Wagner und Herr Hirt haben für mich beide sehr beeindruckend die Haltung und konkrete Maßnahmen zusammengebracht, wie selbstgesteuertes Lernen funktionieren kann. Herr Wagner hat die Punkte gesetzt, Lernen funktioniert nur mit Wertschätzung und Erfolgserlebnissen. Erst wenn die Basiskompetenzen vorhanden sind, wird selbstgesteuertes Lernen überhaupt möglich und die Freiheit im selbstgesteuerten Lernen wird erst möglich durch Struktur. Herr Hirt hat das Lernschrittkonzept seiner Schule vorgestellt, was in den zentralen Punkten wirklich sehr angedockt hat an den Punkten von Herrn Wagner. In diesem Lernschrittkonzept sind die Aufgaben zum Beispiel sehr offen gestellt. Erfinde eine Maschine deiner Wahl zum Beispiel. Aber die Rahmenbedingungen, die Struktur, wie die Aufgabe zu bearbeiten ist, sind klar geregelt. Das ist wirklich das, was ich daraus mitnehme, wie diese beiden Schulen, eine Grundschule und eine berufliche Schule, so viele Gemeinsamkeiten teilen. Das fand ich wirklich sehr spannend. Wie anfangen war eine Frage aus dem teilnehmenden Kreis. Einfach anfangen, aber mit Ziel. Das war die Antwort beider Referenten. So viel von mir, Sandra Wille von der Deutschen Schulakademie. Vielen Dank an Sandra Wille. Im Webinar waren dabei Frank Wagner und Heinz-Dieter Hirt. Heinz-Dieter Hirt ist Fachlehrer für Elektrotechnik und Leiter des Medienzentrums für die Stadt und den Altkreis Kassel. Und von Frank Wagner möchte ich unbedingt auch noch die Berufsbezeichnung vorlesen, die er uns für das Programm gegeben hat. Er hat gesagt, er ist Schulleiter, Schülerparlamentsvorsitzender und Director of Unnecessary and Special Projects der Gebrüder Grimm-Schule in Hamm. Wir schauen noch auf den Abend, beziehungsweise wir hören dem Abend zu. Leonhard Dobusch hat uns einen Vortrag gegeben über den digitalen Wandel in Wirtschafts- und Arbeitsmarkt. Wir haben gut eine halbe Stunde einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehört. Etwa 130 Menschen waren dabei und haben sehr, sehr viele Fragen gestellt. Wir haben sehr viele dann auch noch in einer zweiten halben Stunde abarbeiten können mit Leonhard Dobusch. Er hat seine Folien zu ihm bereitgestellt und auch die Aufzeichnung werden wir natürlich auf der Website teilen. Jetzt hören wir uns erstmal die Zusammenfassung an. Unser Korrespondent ist Thorsten Fahrbach. Ich nehme aus diesem abendlichen Input vor allen Dingen mit das Wort Offenheit in Verbindung zur Digitalisierung, dass das sehr vielbedeutend ist. Zum einen hat Herr Dobusch davon berichtet, dass eben durch Offenheit dem Markt Sachen zur Verfügung gestellt werden, die ohne Digitalisierung vorher gar nicht denkbar waren, dass man sie dem Markt zur Verfügung stellen kann. Hier hat das Beispiel Airbnb gebracht, dass jetzt jeder seine Privatwohnung auch als Hotel vermieten kann. Aber auf der anderen Seite eben Offenheit auch dem Markt Sachen entzieht. Hier wurde Wikipedia gebracht, das jetzt einfach heutzutage kostenlos jedem zur Verfügung steht, was vorher eben in Form von Büchern vom Markt erstmal also gekauft werden musste. Was ich auch für mich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass Digitalisierung zwar Offenheit erlaubt, aber dass diese Offenheit auch immer eine Organisation braucht, denn nur reine Offenheit bringt auch
nicht wirklich Inklusion, weil nicht jeder beteiligt sich auch wirklich daran, wenn dann nicht strukturiert damit umgeht. Auch hier wurde das Beispiel Wikipedia gebracht, dass die meisten eben männliche Autoren sind aus den westlichen Industrieländern. Für Lehrkräfte hat Herr Dobusch vor allen Dingen mitgegeben, dass man sich klar sein sollte, dass man immer mehr offener mit seiner eigenen Persönlichkeit umgeht in der digitalisierten Welt und dass man deshalb sich überlegen sollte, wie weit möchte ich offen sein gegenüber der Außenwelt, meinen Schülerinnen und Schülern und vor allen Dingen, was will ich dabei repräsentieren? Das war Thorsten Fabach vom Kreidestaub Bodensee. Ganz herzlichen Dank. Ein Hinweis noch, den Vortrag von Leonhard Dobusch und alle drei Webinare, über die wir gesprochen haben, sind als Aufzeichnung schon über unsere Website zur Veranstaltung abrufbar. Sie schauen einfach unter Programm nach und dann in diesem Fall unter Montag und da finden Sie die jeweiligen Aufzeichnungen. Das noch als Hinweis auch für die weiteren Inhalte unserer Online-Themenwoche. Wir planen bei allen Webinaren und Online-Vorträgen abends eine Aufzeichnung. Dabei werden nur die, ich sag mal, frontalen Teile, die Input-Teile, die Präsentation aufgezeichnet und nicht die interaktiven Teile. Sie können also, wenn Sie was anderes vorhaben und verhindert sind, sich das im Nachhinein anschauen, aber die interaktiven Teile können Sie natürlich nur live erleben. Gleich schauen wir nach vorne und hören, was am Dienstag im Programm passiert. Was steht heute auf dem Programm? Wir beginnen am Abend. Da werden wir wieder einen Vortrag hören, in diesem Fall von Professor Dr. Uta Haug-Thum. Uta Haug-Thum arbeitet, lehrt und forscht in München. Dort ist sie Professorin und zwar für Grundschulpädagogik und Didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Bildungsprozessen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität. Und ich bin sehr sicher, dass das ein Schwerpunkt sein wird, die Erklärung, was eigentlich dieser Unterschied zwischen Digitalisierung und Digitalität ist. Was sie sonst noch vorhat, erzählt sie uns selbst. Ziel meines Vortrags ist es, ein Verständnis von Bildung unter den Bedingungen der Kultur der Digitalität zu entwerfen. Und es geht mir dabei gar nicht so sehr darum, alle Diskurse nachzuzeichnen, sondern vielmehr eine kulturtheoretische Perspektive auf Bildung und Digitalität zu richten. Ja, auch in Abgrenzung zur instrumentellen Sicht, die einem eher technokratischen Verständnis von digitaler Bildung zugrunde liegt. Und im Rahmen des Vortrags werde ich vier Fragen stellen. Zum einen, was ist Bildung? Was bedeutet jetzt Bildung im Kontext von Digitalisierung? Was ist eine Kultur der Digitalität? Und wie sieht Bildung unter den Bedingungen einer Kultur der Digitalität aus? Also ich werde mich sowohl den theoretischen Grundlagen von Bildung im kulturellen Wandel widmen, werde aber auch konkrete Beispiele zeigen, um zu veranschaulichen, was denn tatsächlich damit gemeint ist. Soweit die Stimme von Professor Dr. Uta Haug-Thum um 20.15 Uhr bei uns in der Online-Themenwoche. Wir schauen auf die drei Webinare, die wir tagsüber im Programm haben. Wir beginnen um 14 Uhr mit dem Blick ins Ausland, mit der Leitfrage, wie funktioniert Digitalisierung und Schulentwicklung international? Und international hat das Programmteam, das diese Themenwoche vorbereitet hat, hier möglichst hoch als Anspruch gesetzt, also möglichst weit auseinanderliegende Schulen genommen. Nein, ich denke, das war nicht der Anspruch, aber was dabei rausgekommen ist, ist schon sehr spannend und natürlich nur in einer Online-Themenwoche mit verhältnismäßig überschaubarem Aufwand möglich. Wir schalten nämlich einmal nach Südafrika und einmal nach Tallinn, also nach Estland. Und da werden wir Karel Rundu in der Deutschen Schule Tallinn dabei haben. Wir werden übrigens auch Jakob Chaman dabei haben, der beim Forum Bildung Digitalisierung in Verantwortung ist und vorher die Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule in Berlin geleitet hat. Und Reika Wiethe wird dabei sein. Die lassen wir jetzt kurz selbst zu Wort kommen. Hallo, mein Name ist Reika Wiethe und ich bin die pädagogische Direktorin der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg. We are the tools, sagte eine Kollegin neulich zu mir in einem unserer Online-Fortbildungscafés.
Und damit könnte sie fast die Überschrift geliefert haben für meinen Vortrag. Ich möchte kurz erzählen, wie wir an der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg mit Hilfe unserer eigenen Ressourcen und in einem offenen gemeinsamen Prozess bislang durch die Corona-Zeit gegangen sind. Wir haben dabei vor allem auf Austausch und Kommunikation gesetzt und dafür zum Beispiel auch eine technikaffine KollegInnengruppe als sogenannte Super-User eingesetzt. Aber auch die sozialen Medien haben eine wichtige Rolle in der Krise gespielt. Ich freue mich auf einen offenen Austausch. Bis dahin herzliche Grüße einmal um die Welt aus Südafrika. Danach im dritten Webinar, das um 18 Uhr startet, geht es um das Lernen in Projekten. Wir haben dabei Jens Winter. Er wird einen Beitrag liefern, wie Projektarbeit gelingen kann. Er ist Oberstufenkoordinator an der Jeetze-Schule in Salzwedel. Außerdem dabei ist Helge Felgenträger, das Lernen im Projekt an der Jena Planschule Jena. Es geht um Partizipation und Selbstwirksamkeit von Anfang an. Sie ist Lehrerin an der Jena Planschule Jena und auch Themenleitung Demokratie, Lernen und Leben im Programmteam der Deutschen Schulakademie. Ein Blick voraus auf den Samstag unserer Online-Themenwoche. Wir werden den ganzen Tag von morgens um 9 bis um 17 Uhr ein ganztägiges Online-Barcamp veranstalten. Wobei wir veranstalten, hier meint wir vom Organisationsteam und Sie, weil das Programm müssen Sie machen, wie bei jedem Barcamp. Das heißt, Sie können selbst eine sogenannte Session vorschlagen, das heißt einen kleinen Workshop. Das muss nicht ein ausgefeilter Input sein, im Gegenteil. Es kann auch einfach nur eine Frage sein und der Bedarf, mit anderen Menschen, die an der gleichen Frage interessiert sind, in den Austausch zu gehen. Ein Gegenbeispiel, nämlich einen offensichtlich gut vorbereiteten Input, bietet uns eine Session, die da heißt der Ozobot im Unterricht. Den Anbieter Raphael Fährmann haben wir gebeten, uns mal zu beschreiben, worum es dabei gehen wird. Raphael Fährmann und Horst Zeins. Der Ozobot im Unterricht. Wie der Erwerb von Problemlösekompetenz mit Hilfe von Lernrobotern fächerübergreifend gelingen kann. Um digitale Medien mündig und reflektiert zu nutzen, gilt es nicht nur zu wissen, wie man ein Medium bedient und welche gesellschaftliche Wirkung es hat. Vielmehr ist es erforderlich, die technische Funktionsweise aktiv wahrzunehmen, zu hinterfragen und zu reflektieren. Denn erst durch ein grundlegendes Bewusstsein für das Wirken von Algorithmen können resultierende Auswirkungen beurteilt werden. Im Rahmen des Impulses werden praktische Ansätze vorgestellt, mithilfe derer bei SchülerInnen der fächerübergreifende Aufbau von Problemlösekompetenz gefördert und gleichzeitig ein Reflektieren der Wirkungsweise von Algorithmen ermöglicht wird. Hierzu wird der Lernroboter Ozobot herangezogen, der sich aufgrund unterschiedlicher Zugänge und Niveaustufen in ganz verschiedenen Kontexten bzw. Fächern einsetzen lässt und sich für alle Jahrgangsstufen und Schulformen eignet. Wir werfen noch einen Blick in unsere Telegram-Gruppen. Da ist seit den letzten 24 Stunden sehr, sehr viel passiert. Diskussionen sind in Gang gekommen, viele Menschen sind neu in die Gruppen eingetreten, es sind auch einige Menschen aus den Gruppen ausgetreten. Und das Letzte nehme ich nochmal kurz als Punkt, Sie auch zu ermutigen. In diesen Gruppen geht es ja um den Austausch von Ihnen untereinander. Und es ist vollkommen okay, wenn man mal in eine Gruppe reingeht, sich da umschaut und sich denkt, das sind nicht meine Themen hier, habe ich mir anders vorgestellt. Und dann kann man einfach wieder austreten. Das ist genauso leicht wie das Eintreten. Sie können natürlich auch einfach Ihre eigenen Themen setzen, weil die Gedanken, das interessiert mich, vielleicht interessiert es jemand anderen, die können ja bei jemand anders auf fruchtbaren Boden fallen. Insofern trauen Sie sich gerne einfach, Ihren Beitrag da reinzuschreiben und zu sagen, hallo, gibt's hier Menschen, die sich auch für dieses und jenes Thema interessieren? So sind viele Diskussionen schon entstanden. Inzwischen ist in diesen Telegram-Gruppen deutlich mehr los. In manchen geht's noch um freundliche Vorstellungen, in manchen geht's schon hart zur Sache. In einer Gruppe wird schon diskutiert, ob man nicht nach der Themenwoche noch weiter diskutieren will und so weiter und so weiter. Wir haben uns das nochmal genauer angeschaut. Wir ist in dem Fall Alexandra Braun. Hier Ihr Bericht aus den Gruppen. In den Telegram-Gruppen wird auch schon diskutiert, beispielsweise in der Telegram-Gruppe Schulentwicklung. Dort fragt Thomas B., wie beginnt man tatsächlich mit der Veränderung hin zur neuen Lernkultur? Denn oft haben ja Eltern und Lehrkräfte relativ traditionelle Vorstellungen vom Lernen und sind skeptisch gegenüber Veränderungen. Wie kann man die Leute also mit ins Boot holen? Diese Frage greifen eine Reihe von Teilnehmenden auf und ergänzen sie noch. Und im Allgemeinen wird angesprochen, ja, es braucht eine offene, mutige Schulleitung.
Die muss aber ganz wichtig auch Vertrauen vermitteln und aufbauen können. Und das kann eben gut gelingen über ein eingespieltes Schulleitungsteam, das auch fest verankert ist im Kollegium. Einige Teilnehmende teilen hier Theorien und Metaphern aus dem Change Management und haben Links verlinkt, wo man sich weiterführend zum Change Management informieren kann. Und Arne S. Erwähnt auch noch hierzu, ja, häufig ist ein Problem in der Schulentwicklung, dass man zu schnell und zu viel will, zu schnell vorankommen möchte und den Dingen einfach nicht die Zeit lässt, die es braucht. Und auch wird hier nochmal angesprochen, Personalauswahl, Fortbildungen in der Schule eben auch wichtige Aspekte sein, damit eine neue Lernkultur nachhaltig an der Schule entstehen und wachsen kann. Abschließend ist das natürlich noch überhaupt nicht diskutiert hier und wir freuen uns total über weitere Beiträge, Fragen, Kritik. Diskutieren Sie mit, wir freuen uns. Für die Deutsche Schulakademie, Alexandra Braun. Herzlichen Dank an Alexandra Braun. Wenn Sie die Telegram-Gruppen noch gar nicht aus eigener Erfahrung kennen, kein Problem. Wir haben auf der Website unter dem Punkt Mitmachen genau erklärt, wie das funktioniert, wo man Telegram als App herbekommt. Und dann können Sie in den Mails, die Sie jeden Morgen von uns bekommen, ganz unten die Beitrittslinks finden. Also die Links, auf die Sie klicken müssen, um einzelnen Gruppen beizutreten. Das war's für heute. Wir wünschen Ihnen eine produktive Arbeit mit der Online-Themenwoche. Wenn diese Radiosendung jetzt der Einstieg für Sie war, das ist gar kein Problem, wenn Sie die ersten Programmpunkte noch nicht mitgemacht haben. Die Elemente der Online-Themenwoche sind so aufgebaut, dass möglichst viel eigenständig funktioniert, sodass Sie im Programm sich das raussuchen können, zu dem Sie erstens natürlich das Interesse haben, aber zweitens auch die Zeit finden. Wenn Sie also jetzt quer einsteigen, erst im Laufe der Woche, gar kein Problem. Am Mittwochmorgen, ganz früh, wollen wir die nächste Folge veröffentlichen und dann wird im Radio Morgenkreis unter anderem der Deutsche Schulpreis Thema sein, der nämlich am Mittwoch vergeben wird. Wir werden Ihnen erzählen, wie man live dabei sein kann und wie Sie auch mit anderen Teilnehmenden der Online-Themenwoche sich dabei austauschen können, die Preisverleihung live zu sehen. Die findet nämlich das erste Mal in der Geschichte des Deutschen Schulpreises online statt. Morgen mehr dazu. Vielen Dank an das Team der heutigen Sendung und alle, die Sprachnachrichten beigesteuert haben, von Südafrika über München bis zum Team der Deutschen Schulakademie in Berlin. Außerdem geht der Dank an Fung Nguyen, die Chefin vom Dienst war und ist. Musik und Jingle kommen von Axel Jansen. Die Kinderstimmen haben gesprochen Jesper und Oskar. Die Projektleitung der Online-Themenwoche liegt bei der Deutschen Schulakademie bei Alexandra Braun. Bei der Agentur J&K, Jörn und Konsorten, kümmern sich Julia Zwick und Blanche Fabry um die Koordination. Die Konzeption und die Moderation von Radio Morgenkreis kommen von Jöran Moos-Meerholz. Diese Sendung steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Den Lizenztext und Details zu dieser Lizenz finden Sie im Internet unter creativecommons.org/licenses/by/4.0.